Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Scheiß Creeper. Mit am Start haben wir hier die Gifty. Hi. Den Thunder. Alter. Den Roro. Ja, hallo. Und die Lini. Hallo. Was ist jetzt los? Ich geh in die Kirche rein, der schreckt mich erstmal voll, weil da die Rüstungen stehen. 1:0 für die Rüstungen. Alter. Wie baute man nochmal Schalter? Was? Stick und einen Stein. Stick und einen Stein drunter, genau. Ja. Da bräuchte man 16 Stück. Nee, die Schalter, sondern hier solche Druckknöpfe da. Druckknöpfe. Moment, 16 Stück. Stein. Ich mach grad welche. Ich hab genug Zeug dabei. Hier. Smoker! Ich hab gerade. Ich schmeiß einen Stein. Okay. Knöpfe. Was willst du denn damit? Wirst du gleich sehen? Du klingst sehr müde. Er sagt vielleicht warum ist Moment. Sind das auch Doppeltüren? Ne, die eine nicht. Ja, klar. Stimmt. Nein, die hier nicht. Ja. Nein, die nicht. Wieder ne. Aber die zum Schluss. Ich habe ja zum Glück noch ein paar. Jetzt. So, jetzt die Knöpfe dran. Minecraft Teufel-Motus. Sollten wir da nicht eigentlich Holzknöpfe dran machen? Könnte man auch. Dann sieht man die besser. Ja, wäre vielleicht angebrachter. Warte. Dasselbe müsste dann beim anderen Eingang noch gemacht werden. Aber so sind wir auf jeden Fall hier drin sicher und die NPCs halt auch. Und die können nicht abdampfen. Genauso war der Grundgedanke. Gut, wenn wir mit dem Pferd reinreiten, hauen wir uns mal kurz einen Schädel ein, aber mein Gott. Da können wir über den Zaun springen. Stimmt, das geht ja auch noch. Ja, Hasi-Masi, wie viel wir uns hier drinnen. Vielleicht könnte man ja dann auch irgendwann mal eine Steinmauer hier langziehen, so eine kleine. Ich weiß noch nie, wie man die baut. Steinmauer? Was? Hm? Weißt du, was ich jetzt mache hier unten? Kurz eine Rotung. Was, eine Rotung? Wo? Hä? Ja, in den, Brauchst du Holz? Nein, nicht die Rotung. Hä? Hier mal kurz Schäfer hier unten spielen. Ah, okay. Cool. Ich muss bloß einen Eingang finden. Was macht ihr denn? Ja. Dann könnte man nämlich dann auch den NPC hier drin rauslassen. Weil jetzt kann er hier nicht mehr abhauen. Ey, Enderspaß, guck mal, hier kommt ein Pfeil geflogen. Wo ist denn, du Sau? Der hat sich weggeportet. Das ist ein Sack. Ah, da ist er. Hast du noch erwischt? Meine Sau. Okay. Ist der überhaupt da hinten? Ich seh der ist da hinten, den hole ich mir jetzt. Komm her, du Sound. Das ist ein Grund zum Porten. Ach, oder auch nicht. Ja, halt, da kann ich ja hier den Erdblock wieder wegmachen. Jetzt kann der NPC sich im Dorf bewegen. Jetzt Dorfer. Jo. Wir müssen halt nur an der anderen Stelle nochmal solche Holzknöpfe anbringen. Ach, macht Rohre schon. Cool. Aha. Sollten wir dann vielleicht in dem anderen Dorf auch machen. Wenn wir das auch noch so schön umzäunen.
Werkbank. Mal gucken, wie man das macht. So machte man Slabs. Wenn wir das so machen, nee, da kommt auch keine Mauer. Wie baut man die Mauern? 6 oben, also 7, 8, 9, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Moga, sollte, kann man das nicht auch so bauen? Hä? Aber haut nicht hin, Katja. Aber mit gebrannt. Hast du Cobblestone genommen? Oder Steinziegel? Nimm mal Cobblestone. Das geht, glaube ich, nur mit Cobblestone. Zumindest in Vanilla. Da habe ich keinen mehr. Das mit diese Mauern gibt's leider gibt's als in Vanilla leider nur aus Cobblestone. Echt? War kacke. Quatsch. Da müssten wir dann auch viel Beast Vanilla Plus warte mal. 7, da 8, wir 4, 5. Halt auch überall. 7, 8, auch, halt 7, auch, 8, halt 4, auch aus Bricks. Das war einfach. Das ist ein kleines Viereck. Ja. Aber da passiert doch nichts. Was hast denn du? 6 sind das. Nein, 4. 6? Hä? Die Brickstones, aus den Cobblestones, die Mauern aus den Cobblestones machst du mit Cobblestones genauso wie Sticks, die Zäune aus Sticks. Hä? Hä? Jetzt, ne, jetzt ist aus bei mir. Ja. Du kennst doch das Rezept für normale Zäune. Mit Sticks. Jo. Mach das mal statt mit Sticks mit Cobblestone. Ich habe ja doch nur Steinziegel da. Die brauchst du. Damit geht das nicht. Ja, Pflastersteine haben wir hier, glaube ich, nirgends. Guck dir aber mal kurz hier meine Idee an. Hier vorne am Tor, das wir gerade gebaut haben. Bin unterwegs. Mhm. Jo. Würde doch auch gehen, oder? Klar. Meine, drüber springen kann man nicht. So. Ja, dann müssen wir das so dann machen. Das hat auf jeden Fall was. Ja. Und die Mauer wäre dann auch noch schön beleuchtet und sieht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr was aus. Ja. Mehr so wie eine Stadtmauer. Jo, nur eine kleine halt. Das reicht ja hier in dem kleinen Dorf aus. Wenn ich hier eine große bauen würde, dann, ja. Wo bist du, du Zombie? Lohnt sich ja nicht in dem kleinen Dorf. Naja, also, wo ich mit den anderen Jungs noch gespielt habe, da haben wir auch so ein Dorf annektiert gehabt und da haben wir dann auch eine Mauer drumherum gezogen. Da unten bist du, du Socke. Und hieß die ganze Mauer noch mal so, also den Zaun ab und die Mauer dann so rumbauen. Ich eg. Gifty ist eh unten. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir mal an, die hat kein Bett dabei, oder? Wahrscheinlich. Ich bin direkt unter euch. Kommst du da wieder raus? Naja, ich hab. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht ja hier. Ah, dann müssen wir das doch hier wieder höher setzen. Ja. Also dann so. Und dann hier eine Fackel. So. Dann käme hier eine und da eine. Hi. Hey, Gifty. Müssen wir mal irgendwie gemeinsam oder so machen, dass wir dort unten mal eine kleine Ausräucherung machen. Ich finde das viel nämlich gerade gut. Fünf. Komm. Hier rein. 2, 3, 4, 5. Bei der 6. kommt's. Also,
So und so und dann Le Fackel. Le Fackel. Ja, dann 1, 2, 3, 4. Legen wir uns pennen? Jo, geht gleich los. Ich bin hier gerade voll in Arbeitswut mit Roro. Oh, oh, Spinne! Spinne! Wo denn? Ach, da unten. Geht's? Wenn wir schnell sind. Lass uns mal schnell ins Bett gehen. Alter, hier ist ein Creeper drinne gespawnt. Scheiße. Hier? In der Einzäunung? Hier ist aber noch zappenduster. Hier fehlen noch ein paar Lampen. Ja, das können wir machen. Gut, das ist verrückt. Schnell ins Bett. Ja, super. Das sagt ihr, wenn ich gerade hier drüben rumeiere. Geschick. Alter, ach, das war dein PC. Ich lässt du die Tür auf, du Nase? Wegen der Durchlüftung. Ist da alles in Ordnung? So, hat der Blähungen oder was? Wer hat dein PC? Na, hörst du die Geräusche, die da ständig von sich gibt? Das müssen Blähungen sein. So, da was und dann wo glaube ich hier eine? Genau. Da und hier haut's aber wieder nicht hin. Hier müsste noch Zaun hin und hier müsste das Ding ran. Ja, eins, zwei. Da. Hm? Hast du Bock auf Mobs Clutching? Klar. Dann müssen wir aber unter Tage. Ist mir egal. Ja, Roro, wie machen wir das jetzt hier? Wo bist du? Kamikaze! Hast du eine Idee? Ich weiß bloß. Alter! Welche Kamikaze hast du jetzt gemacht? Okay, Extrem Landing! Ich komm eigentlich gerade Kamikaze! Reisen wir jetzt hier weg und setzen das? Das Problem ist, ich weiß nicht. Ja, könnt mal ja machen. Ich hab ein Enderman gefunden. Können Sie das so lassen dann? Ja, dann hier kommt eine Fackel. Da kommt ja eine Fackel und hier wird es ja sowieso. Müssen wir ja gleich so. Nee, jetzt hast du 4 nur. Jetzt hast du doch die ganze Zeit. Nein, eins weiter. Echt? Ups. Ja. Lini, alles klar bei dir? Alles bestens. Du pustest so ins Mikro. Entschuldigung. Hast du noch so ein Ziegel? Was? Ach, hast du auch keine mehr? Nee. Ich hatte nur einen. Oh. Müssen wir nochmal in die Truhe gucken? Da brauchst du noch etliche. Alter! Was denn jetzt? Hier war so ein scheiß Skelett um die Ecke. Mitten im Dorf. Kannst du dir das vorstellen? Würde ich sagen. Ja, wo? Das hab ich mir so gedacht. Der sich bestimmt auch alles schon gekillt hat. Wo ist das blöde Kalzium, was ich gerade hier hatte? So, wir haben hier noch ein paar. Boah, ich weiß, was ich jetzt hier mache. Ich kenne mein Talent. Noch weiter. Dann jetzt hier das. Hallo, wo bist du? Ah, ich hab deinen Namen. Dann müssen wir ja hier auch eins höher. Ja. So. Uah. Ich hab bloß noch eine Fackel. Ist ja mal geil. Läuft bei dir? Kohle hab ich mit. Holz hab ich wieder mal reden mit. Geil. 5, 6, 7, was nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bin bei dir, hinter dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Danke. Jo. Ich höre ein Skelett. 1, 2, 3, 4, 5, ich sehe einen Huhn. 6. Evil Chicken! Mach's kaputt! Und noch eins!
Wie viel gibt's denn dort unten? Das ist eine Spalte. Warum sind hier auf einmal Monster? Wo? Ja, hier hinten bei mir im Wald. Ah, das ist Kalzium. Das weiß ich auch nicht. Das ist direkt ein Graben hier unten drunter. Aua, der hat ein Loch in den Boden und hier ist noch eine Spinne und Oh, hast Hilfe. Du noch Fackeln? Oh, coole Spalte. Ich muss da nochmal basteln. Alter, ernsthaft? Hau ab, du Sack! Ja, im Domizil spawnen auf einmal ganz viele Monster. Direkt neben mir steht und nichts sagt. Und versucht dich abzuschießen. Nee, noch nicht mal das. Okay. Hey, ich zeig's dir. Ich bastel mal schnell hier ein paar Fackeln. Hm. Thunder? Hm? Hast du gehört, was Lini meinte? Was? In unserem neuen Haus, da sind eine Menge Maps. Okay, ich hab da schon Fackeln gestellt. Also, ich stand hier. Ah. Und das Kalzium hier. Oh, geil. Hast du ein Schwert, Lini? Ich glaube, wir müssen wir mal das anders ein bisschen ausleuchten. Also, könntest du die auch schlachten zur Not? Oder was hast du? Ich hab schon zwei umgebracht, nur der Creeper hat ein Loch in den Boden gerissen. Ich hab ihn. Oh. Der hat direkt an der Wand vom Domizil gestanden und ich habe ihn aber erstmal ein bisschen weggelockt. Aber auf dem Domizil sitzen ganz viele Spinnen. Ja, die kann ich mir ja gleich mal vornehmen. Yes. Ja, kann ich ja eigentlich auch machen. So, da haben wir eine schönere Mauer hier. Timer ist übrigens abgelaufen. Oh. Okay. Ja, sehe ich auch gerade. 17 Minuten geht noch. Ja, ich hatte schon mal längere Längen hier. Das, du hattest schon mal längere Längen? Okay. Ja. Beideutig. Ja, wa? Das auch. Okay, liebe Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch Kommentare da. Daumen oder Abo alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Warum sind hier auf einmal so viele? Weil da länger keiner mehr gewesen ist. Ja, ich bin doch die ganze Zeit hier.